Wind und Wetter traf sich Staatssekretärin Christine Marek und ihr Team bei der U-Bahn-Station Burggasse und verteilte bunte Tulpen rechtzeitig zum Valentinstag. Damit wurde die neue Kampagne der ÖVP Wien präsentiert. Rot ist rot, Wien ist mehr. Wir haben eine neue Kampagne. Wir wollen zeigen, dass Wien einfach viel bunter sein kann, als es jetzt ist. Rot ist keine schlechte Farbe, aber Rot ist halt Rot und eine Farbe nur. Und wir sind bunt und das zu zeigen. Und das Wetter begünstigt es eigentlich, weil wenn so ein Wintereinbruch kommt, dann sind Tulpen halt so ein bisschen die Hoffnung, ist der Frühling. Und wir sind auch die Hoffnung. Hoffnung, Lebensgefühl, Urbanität. Zentrale Stichworte der ÖVP Wien. Genau das vermitteln Christine Marek und ihr Team nicht nur an diesem Morgen. In der U-Bahn auf dem Weg zum Schwedenplatz machen zahlreiche Gespräche und der Valentinsgruß den Tagesbeginn für die Menschen angenehmer. Christine Marek hört zu und setzt um. Auch um zu zeigen, wir sind da und wir sind nicht nur da, wenn eine Wahl vor der Tür steht, sondern ich habe das jetzt übernommen und ich bin immer da gewesen und ich bin auch in Zukunft da. Rund um die Spitzenkandidatin ist auch ein starkes Team im Einsatz und arbeitet für Wien. Die Erfahrung des heutigen Tages hat mir gezeigt, dass die Wienerin und der Wiener bunte Blumen am Morgen brauchen können. Die meisten gehen garantig außer Haus, ich nehme mich da nicht aus und freuen sich über einen bunten Frühlingsgruß. Ein bunter Frühlingsgruß der ÖVP Wien. Und sicher nicht nur wegen der kalten Temperaturen sind Blumen von Christine Marek heiß begehrt. Blumennachschub. Hat der Blumen.